Ja, einen wunderschönen guten Abend, an Sie alle. Mein Name ist Antje Bostelmann. Ich bin ausgebildete Krippenerzieherin und Künstlerin. Ich komme aus der DDR und habe unmittelbar nach der Wende ein mittelständisches Bildungsunternehmen aufgebaut mit Kindergärten in Deutschland, in Schweden, in Dänemark jetzt auch, und eine Schule. In dieser Schule bin ich hauptsächlich tätig, also werde vielleicht viele Beispiele aus der Schule bringen. Ich möchte heute über das Thema sprechen, wie können wir eigentlich Kindern diese digitale Welt nahebringen und vor allen Dingen die Welt der KI, die uns ja seit neuestem umtreibt und ganz besonders uns ganz besonders herausfordert, zumal wir ja noch gar nicht diese Welt der Bildschirme und der Digitalisierung richtig verarbeitet haben. Es ist ja an meinem 50. Geburtstag, das ist jetzt ungefähr 14 Jahre her, habe ich eins der ersten iPads geschenkt bekommen und habe mich damals noch gefragt, was soll man damit machen? Da sind ja gar keine Anschlüsse dran, wie soll man da eigentlich irgendwas raufladen und so weiter. Und seit dieser Zeit diskutieren wir darüber, sollen kleine Kinder diese Geräte in die Hand bekommen, sollen Kinder mit Bildschirmen in Kontakt gebracht werden. Und vor allen Dingen ist es nicht besser, wenn wir das sein lassen. Ich habe hier dieses Bild ausgesucht, weil hier sieht man ein Kind im Museum und man sieht, dass die Museumsarbeit auch zunehmend immer über Bildschirme funktioniert. Und das macht vielleicht diesen Widerspruch oder diese Dilemmasituation, in der wir leben, deutlich. Wenn ich Ihnen erzähle, dass in Dänemark die Arbeit mit Bildschirmen in Kindereinrichtungen erstmal komplett untersagt ist und die Pädagogen sind aufgefordert, ein Konzept zu schreiben und genau darzulegen, welche Ziele sie durch den Einsatz von Screentechnologie im Kindergarten erreichen wollen. Und in diesem ganzen Diskurs kann man sich fragen, okay, jetzt auch noch KI. Was machen wir dann da oder wie erklären wir das den Kindern? Und da kann ich Sie erstmal ein bisschen beruhigen. Da zeige ich immer gern diesen Hype-Cycle. Hier sehen Sie, dass jegliche Technologie immer erstmal zu diesem Gipfel der überzogenen Erwartungen führt. Also alle überlegen sich, wie toll ist das denn? Was kann man denn damit machen? Was wird es jetzt für uns tun? Ja, so und dann merkt man dann, also auch an dieser Grafik hier, das Ganze stürzt dann ab in das Tal der Enttäuschungen und dann bewegt es sich so langsam auf einem ja, relativ normalen Pfad. Und ich glaube, das ist für uns Pädagogen ein ganz guter Trost. Wir können uns ganz getrost zurücklehnen. Natürlich werden wir KI bekommen, aber all das, wovon die Leute jetzt hier so fantasieren und schwadronieren, das wird es wahrscheinlich nicht geben und es wird sich in unseren Alltag einbetten, dass wir im Grunde am Ende auch in einer normalen Art und Weise damit umgehen können. Das Ganze entbindet uns nicht davon, mit den Kindern darüber zu reden. Ja? Und wir können ja machen, was wir wollen. Die Lebensrealität findet sich in Kindergarten und Schule wieder. Das ist auch etwas, was die dänischen Pädagogen mit den Behörden diskutieren. Aber die Frage ist eben, wie gehen wir damit um und wie helfen wir den Kindern, ihre Lebensrealität besser zu verstehen? Und da möchte ich Ihnen heute im Laufe des Abends einige Methoden zeigen und auch an einigen Beispielen deutlich machen, dass das schon ganz gut geht. Zwei wichtige Dinge, die vielleicht noch gut sind zu wissen. Das eine ist, wenn Firmen planen, dann schauen die auf die nächsten 12 Monate. Es geht ja meistens um Geschäftsergebnisse und solche Dinge. Aber wenn Pädagogen planen, müssen sie sehr weit in die Zukunft schauen. Sie müssen sich vorstellen, was die Kinder, die heute von uns gebildet werden, was diese Kinder in ihrer Zukunft brauchen. Und das ist dieses Generationendilemma, in dem sich schon unsere Vorfahren befunden haben. Wir wissen eigentlich nicht, für welche Welt, wir die Kinder bilden. Und trotzdem bringen wir den Mut und die Fantasie auf, die Kinder mit Wissen und Kompetenzen auszustatten für eine Zukunft, die ihnen gehört.
Es sollte uns klar sein, dass wenn wir jetzt diese kleinen Kinder vor uns haben, dass es vielleicht die letzte Generation ist, die Computer mit Bildschirmen gesehen hat. Also diese rasante Entwicklung der Technologie führt auch dazu, dass die Dinge, die wir in unserem Alltag als normal empfinden, für unsere Kinder oder die nachfolgenden Generationen nicht normal sind. Wenn Sie mit Kindern so einen Computer, ne, so wie der hier in der Mitte abgebildet ist, betrachten, dann werden die schon fragen, was ist denn das und was soll das sein und wozu ist das da eigentlich alles? Darauf müssen wir uns einstellen. Es wird vielleicht nicht die AR-Brille sein, die diese Welt ablöst, aber vielleicht etwas anderes. Aber auf jeden Fall, das, was wir heute für normal halten, ist nicht das, was die Generation, die heute bei uns in den Kindergärten oder auch in der Schule ist, als ihre Lebensrealität bezeichnen wird, wenn sie erwachsen sind. Und auch diese Entwicklung kann ich hier nochmal illustrieren. Sie sehen hier ein Projekt aus einem unserer Kindergärten. Früher hätte da im Atelier ein Blumenstrauß gestanden. Jetzt steht hier der kleine Roboter aus dem Bauraum und die Kinder porträtieren ihren Roboter. Also es ist eins meiner Lieblingsbilder. Ich finde es super schön geworden, was die Kinder da gemalt haben. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, das Abbild ist vor allen Dingen um das Auge herum aufgebaut. Also das Auge des Roboters ist den Kindern wichtig. Darauf komme ich später zurück. Die Lernfelder für den Kindergarten, die haben wir schon ja, in den letzten 10 Jahren ausgiebig diskutiert. Medienkompetenz, Technologieverständnis, Innovationsfähigkeit, jetzt auch Coding und in der aktuellen Welt kommt das Thema des maschinellen Lernens dazu. Maschinelles Lernen, zu erklären, klingt erstmal für Pädagogen fast unmöglich, ist es aber nicht. Es ist relativ einfach und da zeige ich Ihnen auch gleich einige Beispiele. Vorher müssen wir uns natürlich fragen, was ist eigentlich KI? Und wir hatten vor, ich glaube, 5 Jahren oder so, hatten wir ein großes Erasmus-Projekt zum Thema KI und Kinder und haben mit Leuten aus verschiedenen europäischen Ländern versucht, eine Definition von KI zu finden. Und wir sind daran gescheitert. Es ist uns aus verschiedensten Gründen nicht gelungen. In der Zwischenzeit finden Sie einige Dinge im Internet, die ja, versuchen, KI zu erklären. Und da gibt es hier zum Beispiel diese hier. Also KI steht für künstliche Intelligenz und bezeichnet ein Teilgebiet der Informatik. Ne, das ist eine ganz sichere Definition, die ist erstmal richtig. Ich mag diese hier. Und wenn Sie mal gucken, die ist von 1955. Der Kollege McCarthy hat gesagt, also Ziel der KI ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügen sie über Intelligenz. Und das ist das Wichtige daran, als verfügen sie über Intelligenz. Auf diesem Hype-Cycle der Erwartungen glauben wir, dass wir es mit intelligenten Maschinen zu tun kriegen, aber das ist bei weitem nicht der Fall und das ist auch wichtig für die Kinder. Die Maschinen verhalten sich als ob. Und das ist den Kindern durchaus bekannt. Und das kann man auch mit den Kindern besprechen. Und was noch wichtig ist, was wir uns vielleicht auch vor Augen führen müssen, ist, KI ist heute möglich, weil die Rechenleistung der Computer so massiv gesteigert wurde und weil wir als Menschen in der Zwischenzeit, also zwischen meinem 50. Geburtstag und heute eine massive Menge an Daten gesammelt haben. Und eine sehr relevante Menge sind Katzenvideos. Diese große Sammlung an verschiedensten Daten und vor allen Dingen auch solchen sinnlosen Daten schafft es, dass wir überhaupt eine Masse hergestellt haben, die diesen Algorithmen eine Basis gibt, um in dieser großen Datensammlung zu suchen, also Vergleiche herzustellen und aus der Analyse dieser Daten Vorhersagen zu treffen. Und wie immer,
Das steht hier ganz oben. Es geht nicht darum, die Welt zu digitalisieren. Es geht eigentlich vielmehr darum, das Leben der Menschen zu verbessern, mit Hilfe von digitalen Funktionen und auch mit KI. Und darüber muss man immer nachdenken. Und ich glaube, das kann man auch gut mit den Kindern tun. Warum machen wir das eigentlich? Wenn wir über KI nachdenken, dann müssen wir zuerst mal versuchen zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich. Und hier habe ich Ihnen drei Schritte aufgezeichnet. Und Sie werden sich sicherlich erinnern an das Spiel mit den Bee-Bots, wo man einfach die kleinen Pfeile betätigen muss und dann fährt diese kleine Biene über eine Matte, also mal zwei Schritte vor, dann dreht sie sich und Schritte nach links. Das sind die sogenannten Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die vor gar nicht so langer Zeit das waren, was ein Algorithmus leisten konnte. Ja? Dann gibt es diese Sortieralgorithmen. Das sind Algorithmen, die in der Lage sind, Dinge zu sortieren. Und dafür braucht es eben eine enorme Rechenleistung und kleiner Nebensatz, einen enormen Energieverbrauch. Das ist das Arbeiten in Form von neuronalen Netzwerken. Und da sehen Sie hier, das ist ein Spiel, das kann man kaufen. Das macht analog sozusagen ein neuronales Netzwerk nach. Und ich war erst sehr skeptisch, ich habe das dann aber ausprobiert, auch mit Kollegen. Das hilft einem tatsächlich zu verstehen, wie eine KI rausfindet, ist das eine Katze oder ist das eine Eule? Und also die KI stellt ja nur Wahrscheinlichkeiten fest, aber die Wahrscheinlichkeiten treffen immer häufiger, umso länger die KI diese Sortierung übt. Ich will Ihnen einmal zeigen, wie diese Algorithmen funktionieren. Wir haben hier den Pancake-Algorithmus und das sieht man hier, das ist Linda Lucas in der Mitte. Das ist eine Wissenschaftlerin, die kommt aus Finnland, aber lebt im Moment in Paris und sie hat einen Blog und auf diesem Blog macht sie lauter solche Sachen, wo man sehen kann, wie man Kindern ja so KI verdeutlichen kann. Und hier, sie hat selber wirklich Pancakes gebacken in unterschiedlichen Größen. Und das Sortieren dieser Pancakes nach Größen geht immer so, dass der Algorithmus sucht immer den größten, also den größten, greift den und packt den sozusagen einmal nach oben. Der flippt das Ganze, also dreht das Ganze um und packt immer das Größte nach oben. Und dann sucht er wieder das Größte. Das wäre jetzt hier bei Schritt 2 die 4. Und die dreht er jetzt nach oben. Und so geht es immer weiter. Und am Ende funktioniert das Ganze. Und es gibt auch hier noch dieses Bubble-Sorting. Da gucken wir mal kurz den Lego-Männchen zu. Huch. Ja. Also hier geht es darum, dass diese Lego-Steine nach Farbe sortiert werden und immer die Farben sozusagen nebeneinander stehen sollen. Und die Lego-Männchen müssen jetzt so ähnlich wie beim Pancake-Algorithmus die Sachen immer ineinander schieben. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir hatten so ein Spielzeug als Kinder. Es war so ein kleines Viereck, da waren so kleine Steinchen drin, die musste man so verschieben, bis daraus ein Bild entsteht und eins blieb immer leer. Können Sie sich daran erinnern? Das hatten Sie vielleicht auch als Kind. In diesen, also so ähnlich funktionieren die Algorithmen, wenn sie Dinge sortieren. Das ist etwas, was man Kindern gut erklären kann, weil Kinder würden sagen, ach na ja, ich würde alle Gelben auf einen Haufen schmeißen und alle Weißen in eine andere Kiste. Das tut der Algorithmus aber nicht. Der Algorithmus verschiebt die Datenmenge so lange, bis die Aufgabe erledigt ist. Ich will das jetzt hier nicht bis zum Ende anlassen, es dauert nämlich sehr lange, weil die Männchen kriegen das nicht wirklich richtig hin. Sie sehen es schon, ne? Der Gelbe verschwindet immer mehr und der Weiße auch. Aber Sie finden diese Videos auf YouTube und können sich das da auch nochmal genauer anschauen. Ja, das ist die Zusammenfassung, das hatte ich schon gesagt. In der Vergangenheit waren Programmierungen klare Schritt-für-Schritt-Anweisungen.
In der Gegenwart des maschinellen Lernens geht es darum, auf die nun vorhandenen Datensammlungen zuzugreifen und Muster zu finden. Und anhand dieser Muster werden dann Vorhersagen getroffen, also oder Daten klassifiziert. Und das maschinelle Lernen baut eben tatsächlich auch diese neuronalen Netzwerke, die sehr starke Computer benötigen. Hier sehen Sie nochmal so ein Erkennen von Mustern. Die Frage ist ja, woran erkennt jetzt das System, dass es sich hier um einen Hund handelt? Und hier sehen Sie, dass der Algorithmus sucht im Grunde nach der Form von Ohren oder nach der Form von Augen, Schnauze oder Pfote. Und ich weiß nicht, ob Sie dieses Donut-System kennen. Das kommt aus dieser Welt dieser Captchas, also dieser Dinge, wo Sie im Computer immer sagen sollen, ob Sie ein Mensch sind oder ein Computer, und wo Sie so verschiedene Dinge erkennen müssen. Und da liegt der Hund zusammengerollt und daneben ein Donut. Und an solchen Dingen, wenn die einzelnen Formen nicht mehr da sind, scheitern die Algorithmen. Also natürlich gibt es Maschinen jetzt mittlerweile, die auch da einen Hund aussortieren können. Aber im Großen und Ganzen ist das eine große Herausforderung, weil die einzelnen Elemente nicht mehr deutlich sichtbar sind. Wenn wir mit den Kindern diese Dinge üben, dann versuchen wir den Kindern diese Dinge nahezubringen, indem wir erstmal in unserer Welt anfangen. Und das hier ist ein großes Puzzle. Das kann man so in Dekoläden oder so kaufen. Das ist uns nur aufgefallen. Da sind ganz, ganz viele Katzen und es gibt eine Unterlage und auf dieser Unterlage sind alle diese Katzen zu einem großen Bild zusammengelegt. Und wir sagen jetzt den Kindern, kommt, sucht euch jeder zwei, drei Katzen aus und versucht die auf diesem Bild zusammen an die richtige Stelle zu bringen. Und das dauert dann auch eine ganze Weile. Und hinterher sitzen wir dann um dieses Bild und fragen, also woran hast du erkannt, dass deine Katze an diese Stelle kommt? Und die Kinder sagen dann, ja, an der Farbe, am Muster, an der Form, an der Größe. Und auf diese Art und Weise kommen die Kinder diesem Suchalgorithmus nahe, der nämlich auch genau nach Farbe, Form oder Größe sucht und die Dinge dann danach auseinandersortiert. Das Thema dieser Digitalisierung ist ja hauptsächlich ein Thema der Bildschirme. Und wenn Sie hier gucken, dass die Erwachsenen, also ist wahrscheinlich meine Generation, die da vor so einem riesen Kasten liegt, und auf der anderen Seite sehen Sie die Kinder von heute, die sich mit den Handys beschäftigen. Und ich selber erlebe das auch bei meinen Enkeln, dass die hauptsächlich sie haben zu Weihnachten ein Handy gekriegt und jetzt sitzen sie auf dem Sofa und daddeln da drin. Sie können es kaum noch aushalten, dass sie dass sie es weglegen, weil dann verpassen sie vielleicht eine Nachricht von einem Freund oder irgendetwas, was in ihrem Freundeskreis passiert, und sie selber versuchen auch auf Instagram oder TikTok irgendwie möglichst viele Follower zu kriegen und möglichst viele Posts zu machen. Und bei diesen Tätigkeiten ist es wichtig, dass wir den Kindern erklären, wie viel Energie ein Post verbraucht, wie viel Energie so ein TikTok-Video verbraucht, weil diese Videos vergrößern die Datenmenge in diesen Rechenzentren, und werden aus diesen Daten werden ganz andere Dinge herausgesucht, als die Kinder sich vorstellen können. Da wird unser Verhalten untersucht, und dieses Sortieren der Daten verbraucht enorme Energiemengen. Das ist eben auch genau, wenn ich mit meinen Schülern darüber rede, dass, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, in ChatGPT irgendwelche Prompts machen, um sich vielleicht eine Hausarbeit irgendwie leichter zu machen, dann ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Energiemenge, die so ein Prompt verbraucht, gigantisch ist.
Ich habe jetzt gehört, dass verschiedene Länder dieses Errichten dieser riesigen Datenzentren einschränken und dass es in verschiedenen Ländern, ich glaube, es waren zuletzt die Niederlande, jetzt untersagt wird, solche großen Datenzentren zu bauen, weil die eben einen gigantischen Impact auf den CO2-Ausstoß und damit auch auf die Klimaerwärmung haben. Diese Abhängigkeit von den Handys und dieses Bedürfnis, immer wieder da drauf zu gucken, muss man mit den Kindern relativieren, wenn man oder indem man mit ihnen darüber spricht, dass dass das, was sie tun, für sie vielleicht ganz klein ist und sie auch in dem Bereich der Freunde sozusagen handeln, aber in Wahrheit hat es einen sehr großen Effekt auf unsere Umwelt. Wenn wir überlegen, wie wir mit den Kindern an all diesen Themen arbeiten wollen, dann müssen wir uns nochmal in die Welt der Kinder versetzen und uns fragen, wie sehen die Kinder diese Welt eigentlich? Was verstehen sie? Also welche Entwicklungsschritte gehen sie eigentlich? Und wie verändert sich im Laufe der Kindheit das kindliche Lernen, damit und wenn wir das verstehen, dann können wir besser verstehen, mit welchen Methoden, Beispielen, oder auch Tätigkeiten wir den Kindern die Welt der digitalen Geräte und vor allen Dingen auch der KI zu erklären. Ja, und da will ich Sie hier ein bisschen in die Welt der Kinder einführen. Not a box by Antoinette Portis. Not a box. To children everywhere, sitting in cardboard boxes. Why are you sitting in a box? It's not a box. What are you doing on top of that box? It's not a box. Why are you squirting a box? I said it's not a box. Now you're wearing a box? This is not a box. Are you still standing around in that box? It's not a box. Well, what is it then? It's my not a box. This side up. Ja, also diesen Film können Sie auf YouTube finden. Der Film macht, glaube ich, nochmal sehr gut deutlich, dass wir das Verhalten der Kinder häufig ganz anders wahrnehmen, als Kinder selber das wahrnehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns da so ein bisschen reinversetzen. Ich glaube, das, was hier steht, ist völlig klar. Kinder lernen durch Entdecken, durch Nachahmen, durch Erfahrungen und natürlich durch ihre Vorstellungskraft. Und sie benutzen Vorbilder. Und in diesem Generationengeschäft, wenn man das mal so nennen will, ist das Vorwissen der vorherigen Generation für die neue Generation von unglaublicher Bedeutung. Ja? Und wenn Sie mal auf dieses Foto ganz genau gucken, dann sehen Sie hier zwei Krippenkinder. Die gehen einer Tätigkeit von Krippenkindern nach. Und das eine Kind hat nur noch eine Hand zum Spielen, weil in der anderen Hand hält es eine Handyattrappe oder sowas. Und wenn man sich fragt, warum macht das Kind das, dann muss man nur den Vater beim Abholen beobachten. Der hat nämlich auch nur eine Hand, der hat auch immer sein Handy in der Hand. Also die Kinder nehmen das sehr ernst, was wir tun. Und sie ahmen uns nach und versuchen dadurch zu verstehen, welchen Sinn die Dinge haben, die wir machen. Wenn Sie sich das Ganze jetzt mal unter dem Aspekt der Digitalisierung vorstellen wollen, dann würde ich Sie bitten, diesen Film einmal ein bisschen anzugucken. Vielleicht überlegen Sie schon mal, was macht das Kind? Weiß das jemand? Dann lesen wir einfach in den Chat, was macht der? Und warum macht er das? Das ist ja auch interessant. Ja, nur Mut. Also, Eltern sagen ja dann immer gerne, na Mensch, könnt ihr nicht mal euren Garten neu machen oder kann nicht mal einer dem Kind zeigen, wie man das mit diesem Dreirad fährt. Aber das wissen wir auch, das Kind untersucht die Fliehkraft.
Und die Untersuchung der Fliehkraft gehört zu den ganz wichtigen Untersuchungen der Fliehkraft. Untersuchen Schwerkraft, sie untersuchen Länge, sie untersuchen also Geräusche, Klänge, sie lassen Dinge fallen, sie drehen sich im Kreis oder drehen halt Dinge im Kreis, ganz mal leise. Und die, in diesen Digitalisierungszeiten wird natürlich viel versucht, Spielsachen für Kinder digital herzustellen oder eben auch digitale Lern-Apps für den Kindergarten zu bauen. Und was dabei rauskommt oder rauskommen kann, zeige ich Ihnen hier mal. Benutze die passende Form. Wissen Sie, was das eigentlich sein soll oder was das mal war, als es noch in der realen Welt war? Das ist eine Einsteckbox. Das kennen Sie vielleicht, diese Boxen, wo kleine Kinder so Dinge reintun. Und wissen Sie, warum Kinder das tun? Weil sie die Objektpermanenz trainieren. Die wollen wissen, sind Dinge, die ich nicht sehen kann, noch da? Und da haben schon, denke ich mal, die Generation meiner Großeltern schon Schwierigkeiten mit gehabt, mit dieser Untersuchung der Welt. Wir haben dann in diese Einsteckboxen so Formen reingemacht und haben gedacht, wenn die Kinder da schon Sachen reinstecken, dann sollen sie wenigstens Formen zuordnen. Aber das ist gar nicht das Interesse der Kinder. Die Kinder versuchen wirklich ernsthaft herauszufinden, sind Dinge, die ich nicht sehen kann, noch da. Und diese wichtige Funktion unserer Welt, dass Dinge, die aus unserem Sichtkreis verschwinden, aber immer noch da sind, die wird jetzt hier durch so eine App in die digitale Welt gebracht. Und den Eltern wird erzählt, das ist ganz toll, also man kann ganz toll das Gehirn entwickeln und dass die Kinder werden ganz viel lernen und so, und die Eltern kaufen das dann natürlich. In meinen Augen ist das ein wirklich gutes Beispiel dafür, dass der Ersatz der realen Welt immer Quatsch ist. Ja? Also, und die Digitalisierung bedeutet nicht, Dinge oder Handlungen aus dem Leben zu ersetzen. Und das ist auch nicht der Sinn von KI. Ja? Es geht tatsächlich darum, Probleme zu lösen, Weiterentwicklungen zu forcieren und Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Und ja, wir können all diese Dinge nutzen, also wir können auch KI benutzen, um den Kindern, um mehr Zeit für das Zusammensein mit den Kindern zu gewinnen. Und dazu macht es wirklich Sinn, digitale Funktionen oder auch KI einzusetzen, auch im Kindergarten zu haben. Also wenn ich schon eine Anwesenheit digital mache, dann kann diese Funktion vielleicht auch noch das Essen bestellen, dann habe ich mehr Zeit für die Kinder und für meine Kollegen. KI arbeitet so. Es geht immer um Einsen und Nullen. Es geht um Aus und An. Geschlossener Stromkreis, offener Stromkreis. Und wir verständigen uns mit den Maschinen über das Binärsystem. Und wenn Sie hier sehen, kleine Kinder lieben es, am Lichtschalter zu stehen und ihn immer aus und an zu machen. Und die Erzieher sind schon ganz genervt und sagen immer, oh, kann den mal einer da vom Lichtschalter wegnehmen? Immer geht das Licht aus und an. Aber das ist ein großes Interesse, was die Kinder haben, nämlich die Funktionen unserer Welt zu untersuchen. Und eine wesentliche Funktion ist der Strom. Wir reden jetzt hier über KI und immer, wenn ich vor Pädagogen rede, frage ich immer, wann haben Sie das letzte Mal mit Ihren Kindern über Stromkreise gesprochen? Und dann gucken alle auf die Erde, es melden sich ganz, ganz selten mal Leute und dabei ist es so einfach, wie dieser kleine Film zeigt. Wer anderen Jamiro Musik machen kann, dass die ein Klavier werden? Glaubst du, dass ich das kann? Moritz, glaubst du das? Nein. Ich fasse die an und die machen Musik. Okay, ihr glaubt es nicht, wir zeigen es euch. Hä?
guck mal. Und jetzt versuchst du mal. Warum kannst du es nicht? Irgendeine Idee? Ich kann ein Kabel haben. Willst du mal mein Kabel haben? Wir tauschen den Platz. Warte, wir tauschen den Platz. Nur an Haut geht's. Geht nicht an die Lachen. Kannst du mich anfassen? Kannst du mich anfassen? Oh, ich bin blau. Ich bin blau. Ja, das ist der Beginn eines größeren Lernprojektes im Kindergarten. Es ging darum, welche Stoffe leiten und welche Stoffe leiten nicht. Und das Material, was Sie hier sehen, ist Makey Makey. Das ist eine kleine Leiterplatte und ein paar Krokodilklemmen und ein Computer. Sie haben gesehen, die Kinder haben es herausgefunden, ne? Nur an Haut geht's. Also die Stoffe leiten nicht, aber wenn man das andere Kind an der Haut anfasst, dann entsteht ein Ton. Und das Verstehen von Stromflüssen, das macht man ja am besten, indem man Stromkreise ausprobiert. Und das ist hier das Material, was Sie wahrscheinlich benutzen, um in Ihrem Garten die Schnecken von Ihren Blumentöpfen fernzuhalten. Das ist Kupfertape. Und wenn Sie dieses Kupfertape einfach mal mit in den Kindergarten nehmen und dazu noch eine Knopfzelle und eine Klebe-LED, dann können Sie mit den Kindern ganz unterschiedliche Stromkreise bauen und es lassen sich natürlich auch Bilder ganz wunderbar verzaubern und die Kinder werden alles dran setzen, dass der Strom durch diesen Kreis fließt. Sie werden alle Unterbrechungen und so erkennen und beseitigen, weil es sie einfach unglaublich motiviert. Gut ist auch, Schrottbots zu bauen. Auch hier geht es ja darum, Stromkreise zu schließen und in der richtigen Art zusammenzusetzen. Da braucht man einfach schönen Müll und auch wieder Batterien, also Knopfzellen, kleine Motoren und Kabel. Bei allem, was wir mit den Kindern tun, sollten wir uns immer überlegen, dass wir ihre Neugierde stärken. Ja? Dass wir den Kindern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, dass wir ihnen helfen, Neues zu entdecken und Erfahrungen zu machen und diese Furchtlosigkeit dafür, dass irgendwas schiefgehen kann oder dass man was falsch macht, das ist eigentlich der Kern von jedem Angebot im Kindergarten und in meinen Augen auch in der Schule. Und was natürlich wunderbar ist, wenn es am Ende zum Staunen über die Schönheit und die Komplexität der Welt kommt. Und damit die Kinder eigene Erfahrungen machen können, ist es wichtig, dass wir uns nochmal vor Augen führen, dass wir in Kindergarten und Schule den Kindern Erinnerungen schaffen. Ja? Wenn sie an ihre Kindheit zurückdenken, woran erinnern sie sich? Sie erinnern sich an Momente aus der Schule, sie erinnern sich an Momente aus dem Kindergarten oder an irgendwelche Erfahrungen in der Natur. Und das ist wichtig, dass wir bei all dem, was wir tun, auf den Händen sitzen, um den Kindern deutlich zu machen, dass wir ihre Fragen ernst nehmen und auch für sie als Begleiter da sind und nicht den Kindern die Dinge vormachen. Da hat der amerikanische Wissenschaftler Mitch Resnick, der hat dieses Buch geschrieben, der nennt es Lifelong Kindergarten, weil er sagt, es ist nicht gut, dass der Kindergarten immer nach der Schule guckt, sondern dass die Schule sollte unbedingt mal nach dem Kindergarten gucken, weil die Methoden des Kindergartens sind eigentlich die, die zu nachhaltigem Lernen führen. Und er nennt diese vier wichtigen P. Er sagt Projects, Passion, Peers and Play. Das sind die vier Dinge, die man braucht, um nachhaltig zu lernen. Und gerade was das Entdecken der digitalen Welt betrifft, sind das die richtigen Themen. Eine wichtige Methode für den Kindergarten ist dieses Inquiry-Based Learning, also fragenbasiertes Lernen. Da geht es darum, was wollen wir wissen, wo erfahren wir etwas darüber und was wissen wir jetzt? Und am Ende eine Zusammenfassung, was haben wir jetzt gelernt? Und diese Methode ist eine ganz perfekte Methode, weil sie von den Kindern oder weil sich die Pädagogen von den Kindern leiten lassen. Wenn Sie sich überlegen, also jetzt hier zum Beispiel so ein Thema, was ist eigentlich ein Roboter? Und da haben Sie hier ein paar Antworten, die hier zusammengestellt wurden. Ein Roboter ist ein technischer Apparat. Er dient dazu, sich wiederholende Arbeitsschritte zu übernehmen.
Roboter werden von Computerprogrammen gesteuert und jetzt ist noch die KI, das Gehirn des Roboters. Und wenn Sie mal gucken, der Junge, der da sitzt, der hat einen Roboter gebaut. Das ist sein Roboter. Warum auch immer. Aber dieser Roboter, der braucht gar keine KI. Der funktioniert nämlich mit den Händen des Kindes. Und wenn Sie mit Kindern über dieses Projekt oder über dieses Thema sprechen, dann ist es wichtig, ganz genau zuzuhören, weil diese KI-Welt schafft natürlich gewisse ja, Wunder. Und Wunder will man ja nicht, die will man ja als Wunder erleben, die will man ja gar nicht verstehen. Und so ein Roboter ist ja so ein Wunder, ne? Eine Maschine, die sich bewegt und die Dinge tut, die ich ihm sage. Und wir haben hier die Kinder gefragt, was ist ein Roboter? Und sie sagen, es ist ein Roboter, wenn es Arme hat, wenn es Augen hat, wenn es sprechen kann und wenn es sich bewegt. Und das macht uns nochmal sehr klar, dass die Kinder die Roboter dem Menschen gleichsetzen. Und das machen übrigens auch viele Erwachsene. Und jetzt, wenn man in dieser Methode, diesem Thema jetzt mal auf den Grund gehen will, dann müsste man sich erstmal mit den Kindern darauf einigen, was wollen wir eigentlich wissen. Und dann sucht man, was man schon alles weiß, das sucht man zusammen. Und bei uns machen die Kinder dann solche kleinen Projektbücher im Kindergarten. Und hier sehen Sie, was die Kinder schon wissen. Ne? Ein Kind hat gesagt, ein Roboter hat ein Gehirn, ein elektrisches. Und ist also nicht wie das Gehirn von unserem Menschen. Ein anderes Kind sagt, ein Roboter kann selber denken. Und ein Kind sagt, in China habe ich einen Roboter gesehen, der hat guten Tag gesagt. Und was kann ich für dich tun? Aber er konnte sich nicht bewegen. Ja? Und die Kinder wir sind ja in Berlin hier, die haben sich dann angeguckt, in welchen Produktionsstätten werden Roboter eingesetzt und waren dann ganz überrascht, dass wir auch Roboter Dinge nennen, die nur einen Arm haben oder dass man zum Beispiel in der Chirurgie mit einem Roboter operieren kann, dass der aber von dem Chirurgen gesteuert wird. Und das ist am Ende hier schon die Conclusion, ja. Man kann einem Roboter sagen, was er tun soll und dann macht er es. Ein Roboter kann nur von Menschen gebaut werden und er funktioniert nur mit Strom. Auch eine wichtige Erkenntnis. Dieses ganze Thema der Robotertechnologie schafft natürlich viele Irritationen hier. Ja, dieser dänische Kindergarten hatte dann ein Haustier. Ne? So, die Erzieherin sagt auch noch, das ist ein kleiner Roboter, das konnten Sie bestimmt auch verstehen. Die Kinder haben dann so Heu und so eine Sachen gesammelt und haben dieses Haustier da behalten. Das hat genauso lange gelebt, wie die kleine Knopfzelle gehalten hat. Dann das Ding ist ein Korken mit Drahtbeinchen und ein aus einem Handy ausgebauter Vibrationsmotor. Da wurde ein Blatt oben drauf geklebt und weil es Wackelaugen hat, wird es für die Kinder zu einem Lebewesen. Es bewegt sich, ja, und diese Augen machen diese Idee von einem Lebewesen. Und das ist eine ja, Sache, die uns Menschen eigen ist. Das nennt man Anthropomorphismus. Das kann man bei Piaget nachlesen. Das macht uns immer wieder, ja, das spielt uns immer wieder Streiche, wenn Sie sich selbst dabei ertappen, dass Sie Ihren Rechner beschimpfen oder dem Drucker sagen, nun mach doch endlich. Es soll ja Leute geben, die ihrem Auto einen Namen geben und es streicheln, damit es noch ein paar Kilometer fährt, obwohl der Tank schon fast leer ist und so weiter. Also dieses Phänomen ist gerade im Bereich der KI eine größere Problematik, die viele Leute vielleicht auch daran hindert, diese Welt genauer zu untersuchen und sich mit dieser Welt auch genauer auseinanderzusetzen. Aber so etwas zu bauen und den Kindern zu zeigen und dann hinterher mit den Kindern zu überlegen, was ist es eigentlich wirklich? Das ist auch eine Methode, man kann es Lernen durch Irritation nennen. Ja, dass das ganze große Themen mit sich bringt, wie Datensicherheit und verschiedene andere Dinge, das Thema Verantwortung und so weiter, das kann ich heute Abend hier nicht alles erklären, aber ich liefere die Folie mit. Aber die guten Methoden sind das, um mit Kindern in diese Welt einzusteigen, ist das Inquiry-Based Learning oder eben auch im Maker-Bereich mit den Kindern.
selber Dinge herzustellen, also Dinge aus irgendwelchen Sachen zu machen. Und das Wichtige dabei ist diese Fehlermutigkeit und dass man immer daran denkt, dass wir keine Konsumenten dieser Welt sein wollen, sondern dass wir in dieser Welt Produzenten sein wollen. Design Thinking lässt sich auch gut für diese Erklärungen oder für diese Untersuchungen benutzen, einfach deshalb, weil wir diese immer diese Wiederholungsschleifen in dem System haben. Ja, wir versuchen eine Lösung zu finden und dann ist sie doch nicht die endgültige Lösung und wir fangen wieder von vorne an. Und da möchte ich Ihnen hier ein Beispiel bringen. Daran können Sie sich vielleicht erinnern. Das war kurz vor Corona, da brannten in Australien die Wälder und da gingen diese Fotos um die Welt von den Koalabären mit den verbrannten Pfoten und die Bäume hatten keine Blätter mehr und so weiter. Und im Morgenkreis saßen die Vorschulkinder zusammen und ein Kind weinte und der Erzieher hat dann versucht herauszufinden, worum geht es dann eigentlich. Und das Kind hat gesagt, ja, meine Oma wohnt in Südkorea und das brennt ja in Australien und das wird bestimmt auch bald in Südkorea brennen und was wird dann aus meiner Oma? Da hat ein anderes Kind gesagt, Quatsch, da ist Wasser dazwischen, das kann gar nicht passieren. Ja, es ist aber so nahe und dann sind sie losgegangen und haben den Globus geholt und haben auf den Globus geguckt. Also erstmal Südkorea gesucht, dann Australien. Dann haben sie gesehen, ja, da ist wirklich Wasser dazwischen. Und dann haben sie die messen das immer mit so Strippen. Die schneiden sie dann ab, genau in den Abstand und kleben das dann auf Papier und messen es dann mit einem Lineal nach. Es waren irgendwie 11 Zentimeter. Und hat ein anderes Kind gesagt, also nee, Leute, das kann nicht sein. Ich bin da schon mal hingeflogen und ich musste im Flugzeug schlafen. Also das muss viel länger sein und viel größer, das ist alles Quatsch. Und dann hat dieses Projekt, was eigentlich um was ganz anderes gehen sollte, so einen Ausflug gemacht in Richtung Maßstäbe. Wir haben dann verschiedene Messmittel untersucht, haben sich überlegt, in welchen Verhältnissen wird eigentlich so ein Globus gebaut. Und als sie damit fertig waren, es war dann 3 Wochen später, war diese Geschichte in Australien immer noch nicht zu Ende. Und ein Kind hat dann im Morgenkreis gesagt, also Leute, also das geht so nicht. Die Koalabären haben überhaupt nichts mehr zu fressen. Wir können ja nicht irgendwie Futter für die Koalabären nach Australien schicken. Ja, was fressen denn Koalabären? Wusste keiner. Dann war die Frage, ja, wie kriegen wir denn das jetzt raus? Und hier ist dieses auf den Händen sitzen so wichtig. Der Pädagoge wird sozusagen zum Ermöglicher. Der hätte ja sagen können, ja, Eukalyptusblätter oder so, hat er nicht. Ja, die Kinder haben dann gesagt, dann gehen wir in den Tierpark und wir müssen den Tierpfleger von den Koalabären fragen. Und das haben sie gemacht, wurde im Tierpark ein Termin gemacht, nur bei diesem Tierpfleger. Dann kamen sie wieder und waren vollkommen entsetzt. Der hatte ihnen nämlich erklärt, dass diese Eukalyptusbäume brennen müssen. Das war für die Kinder ein riesiger Schock. Also man kann das Thema nicht mit einmal beheben. Und dann haben sie überlegt, ja, was machen wir dann? Und dann haben sie gesagt, naja, die deutsche Feuerwehr wird das hinkriegen, weil bei uns brennt es ja nicht so. Und die können vielleicht ganz gut mit diesen Großbränden umgehen. Und dann haben sie einen Termin bei der Feuerwehr gemacht. Sie waren die einzige Kindergartengruppe, die nicht die Leiter hoch wollte und nicht in das Fahrerhaus. Sie wollten ein Interview machen mit einem Feuerwehrmann und hatten sich auch vorher natürlich durch Intervention des Erziehers überlegt, was sie fragen und wer darf was fragen, damit sie am Ende auch alles haben. Sie haben diese Fragen aufgezeichnet und am Ende wurde daraus ein Brief geschrieben und dieser Brief sollte jetzt nach Australien geschickt werden. Ja, und wer kennt denn die Adresse von Australien? Und da war das Kind, was aus Südkorea war, das wusste, was eine Botschaft ist. Und dann haben sie die australische Botschaft rausgesucht und haben den Brief dahin gebracht. Und das war ein Projekt über mehrere Monate. Und wenn man sich überlegt, welche Themenfelder die Kinder hier alle untersucht haben
und auf welche Art und Weise sie zu ihrem Wissen gekommen sind, dann ist es ein unschätzbarer Lernweg, der durch die Kinder selbst organisiert wurde. Und auf diese Art und Weise binden wir digitale Medien in unsere Lernwege ein und werden aber zum Produzenten unseres eigenen Wissens. Zum Schluss von mir noch einige Hinweise. Wenn Sie mit den Kindern solche Lernreisen machen wollen, dann fragen Sie sich, dann könnten Sie die Kinder zum Beispiel fragen, was könnte meine Brille, wenn sie eine KI wäre? Sie könnten auch fragen, was könnte mein Bleistift, wenn er eine KI wäre? Ich habe das mal gefragt in so einer Workshop-Runde. Und dann sagte einer, oh, das wäre cool, wenn mein Kuli eine KI wäre, dann ich arbeite im Büro und der würde dann immer alles für mich unterschreiben. Wunderbares Beispiel, weil wollen wir das wirklich, dass die Kulis alles für uns unterschreiben? Dann geben wir ja die Verantwortung an den Kuli ab, nicht? Also solche Gedankengänge, die sind wirklich wichtig und das hilft uns auch noch besser zu verstehen, wie wir mit KI umgehen. Das sind die Kompetenzen, die ich hier zusammengeschrieben habe, die wirklich wichtig sind, wenn wir jetzt von den digitalen Themen zu KI-Themen kommen. Und ganz besonders die Kontextkompetenz kriegt eine Wichtigkeit, weil hier geht es darum, Zusammenhänge zu verstehen und mit komplexen Zusammenhängen, wie KI das ist, umgehen zu können. Und unser Bildungssystem hat da leider nicht so viel zu bieten. Und das ist meine letzte Folie. Wir arbeiten immer noch daran, dass wir die, die ganz viel auswendig lernen können, belohnen. Und dass die anderen, die sich große Gedanken machen und für alle möglichen Sachen viel, viel länger brauchen, dass die aussortiert werden. Und an dieser Stelle müssen wir Pädagogen daran arbeiten, dass wir da etwas dagegen setzen. Und das können wir, glaube ich, ganz gut, weil wir sind doch eigentlich gute Entwickler von pädagogischen Projekten und didaktischen Mitteln. Ja, es wird von uns abhängen. Wir sind die, die die erziehen, die in der Zukunft unsere Welt gestalten, unsere Demokratie gestalten. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Hier haben Sie eine Übersicht. Sie kriegen die Folien, glaube ich, alle. Also hier können Sie gucken, da gibt es ganz viele Tools, wo man mit KI spielen kann, wo man auch ganz viele Ideen findet. Also Days of AI ist ein australisches Projekt, die veröffentlichen ganz viel von Projektideen, die man mit Kindern machen kann. Hier gibt es noch Bücher. Und ich sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich über die eine oder andere Frage freuen. Lassen Sie uns drüber sprechen.